So, hallo Leute, ich möchte euch heute mal die wichtigsten und hilfreichsten CMD-Befehle zeigen. Dazu öffnen wir zuerst mal CMD unter Start und dann gebt untersuche CMD ein oder unter Ausführen und dann CMD eingeben. Dann öffnet sich ein kleines schwarzes Fenster. CMD ist ein Fenster, wo man eigentlich sämtliche Befehle oder Kommandos eingeben kann, die der PC oder Laptop dann ausführt. Dann fangen wir mal an mit den wichtigsten Befehlen. Zum Beispiel ipconfig zeigt IP-Netzwerkeinstellungen an, mit welchen Router oder anderen PC man verbunden ist und zeigt alle IP-Adressen an. Dann Netstat zeigt alle verbundenen IP-Adressen im Netzwerk an. Zum Beispiel hier der eigene PC oder der PC eines Freundes. Dann, wenn man Help eingibt, zeigt es ihm eigentlich alle perfekten, schönen Befehle an, die es so gibt in Windows. So. So haben wir alle hier. Dann, so, jetzt wenn man Shutdown für herunterfahren eingibt und S, dann kommt eine Meldung, dass das Windows in weniger Minute als einer Also weniger als eine Minute heruntergefahren wird, gibt man dann ein Shutdown-A für abbrechen, bricht der ganze Status wieder ab. Gibt man aber ein Shutdown-S-T für Time und gibt dann die entsprechende Zeit in Sekunden an, zum Beispiel geben wir mal jetzt ein 5000 Sekunden. Das wären dann normal 82 Minuten, 83 Minuten. Dann wird der PC von alleine in 83 Minuten herunterfahren. Geben wir dann wieder Shutdown-A ein, wird der ganze Vorgang wieder abgebrochen. Mit MMC Enter kommt dann die Konsole. So kann man auch die Konsole öffnen. Mit Print und dann den Namen des Dokuments, das ihr drucken wollt. Zum Beispiel Dokument, das hier auf meinem Desktop liegt. Kann man dann drucken, nur weil ich jetzt keinen Drucker habe oder Netze keinen Drucker habe, kann ich jetzt nicht drucken. Deswegen heißt es, Gerät PRN konnte nicht initialisiert werden. Dann haben wir noch Systeminfo. Info. Das zeigt dann eigentlich alle Informationen über den PC an, wie zum Beispiel der Name des PCs, also der Hostname, welches Betriebssystem, Microsoft Windows 7 Ultimate, dann die Version, Service Pack 1 und ja, die ganzen Namen. Windows-Verzeichnis zum Beispiel auf der SSD, also C. Startgerät, Zeitzone, Hotfix, dann die Netzwerkkarte, Bluetooth, Netzwerkverbindung, getrennt oder verbunden mit dem Internet, DHCP, ob das aktiviert ist, dann DHCP-Server, ja, dann hier Hamachi, ein Netzwerk, dann, wenn man eingibt Time, dann zeigt es die aktuelle Zeit. Zeigt es hier die aktuelle Zeit und man kann eine neue Zeit eingeben. Das mache ich jetzt nicht, weil es hier stimmt. So, dann gibt es noch FOL. Das zeigt dann Laufwerkbuchstaben und Volumenserien des aktuellen Datenträgers, also der Festplatte, an. Und hier Datenträger im Laufwerk ist der Laufwerkbuchstabe C, also ist SSD. Volumen Seriennummer ist 1082-MB.
5F45. Ja, das waren hier mal alle brauchbaren, hilfreichen CMD-Befehle, die es so gibt. Es gibt sehr, sehr viele CMD-Befehle. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.